Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zum letzten Part mit Mario Kart DS und Flea im LPT-Style. Hallo, Leute! Wir haben die letzten beiden Cups vor uns. Richtig. Für den vorletzten Cup nehme ich auch Toad, den alten Fliegenpilz. Ich bleibe wie immer noch bei Knochen-Trocken, bei Trocken-Knochen. Und wir nehmen die letzten Retro-Schrecken und dann als Grande Finale den Regenbogen-Boulevard, wie es sich gehört. Sehr gut. So, Toad, dann zeig mal, was du drauf hast. Mit Knochentrocken in dem Panzer und mit Bowser in dem Panzer kann ich am besten fahren. Okay. Hoffentlich kann ich es noch. Nach den ganzen Drecksfahrern, die ich hier hatte. Ich habe leider keine Kartauswahl, weil ich immer nur Standardkarte habe und eine weitere Bolide. Warum hast du das Spiel nicht alleine ein bisschen gezockt, damit du mehr Auswahl hast? Das verstehe ich nicht. Weil ich mit Pokémon beschäftigt war, wie du weißt, ohne Ende mit meinen über 400 Stunden jetzt. Ah. Kauf dir ein Leben, ey. Hab ich. Ich hab Pokémon Leben. Ah. Dann kommen die nächsten 1000 Pokémon raus. Nein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es irgendwann auch 1000 Pokémon geben wird. Also ich denke nicht, dass sie aufhören werden damit. Nee. Das lässt sich ja ewig weiterführen, ja, weil es einfach gekauft wird. Aber was die niemals machen sollten, was Video- und Filmbranchen aber immer irgendwann tun, ist so ein Reboot, sag ich mal. Dass die sagen, okay, das hier sind die alten 1000 Pokémon und jetzt gibt es neue 150 oder so, weißt du? Das wäre der größte Fehler, den sie machen können. Aber sowas ist schon so oft in der Spieleindustrie und Filmindustrie und so passiert oder Serien. Boah, das ärgert mich immer. Ja. Ja, diese blöden Bumper, ne? Ich versuche immer da drüber zu springen. Ja. Achso, schon vorbei. Ja, finde ich geil. So. Die Super Nintendo-Strecken sind schon echt kurz, also. Ja, das ist extrem, ne? Nein! Nein, 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 nein. Die Hölle! Sie hat uns wieder! Alter! Gut, dass ich da jetzt weg bin, dieses Geficke, ne? Was? Ja, das wow, ich bin über die Kante gesprungen, episch. Das sieht die nur falsch in. Okay. Ich bin am Alter vorbei. Yeah, ich bin so schlecht. Das Geile ist, wenn man auf mein Channel geht, dann steht da ja EPTs auf dem Kanal von Don Mars. Yay! Das heißt, ich bin nur eine Weiterleitungshure. Aber eine gute. Oh. Du machst nämlich richtig schön Werbung für mich, das gefällt mir. Ja. Ich mach das auch gern. Kriegst auch einen Keks. Bravo, oh. Junge. Kekse sind schon geil, ich liebe Kekse. Ja, ne? Luigi und ja, Treffer! Luigi wurde von vorne und hinten vergewaltigt, ja, bitte? Kurz vor der Weihnachtszeit, sag ich mal, wenn immer die Plätzchen und so gebacken werden, die ganze Zeit Plätzchen essen. Oh ja, Mann, das. Und dann auch, wenn man die Plätzchen erstmal durch die Kurbel dreht, immer schön ein Stück abreißen und dann so essen. Ach, ich liebe Plätzchenteig. Ja, ich bin schon zweimal runtergefallen. Ich noch nicht einmal. Ah, ey. Mann, ey! Ja, sofort der nächste blaue! Fickt euch, ey! Alter, direkt hintereinander, ne? Welche Kekse ich so immer voll geil finde, sind Goldringe. Boah, ich mag die voll. Die kann ich mir auch immer reinpfeifen. Ja. Oder Spekulatius, ne? Ja, das ist immer so eine Sache. Mal ja, mal nein, die Spekulatius. Ja. Ich finde das geil, wie wir in unserem Mario Kart LPTs immer aufs Essen kommen. Das ist wirklich so, ne? Aber ich glaube, bei jedem LPT kommen wir irgendwann aufs Essen. Ja, immer, ne? Schon wieder ein Blauer! Auch eins meiner größten Hobbys. Weil ja, ich liebe es zu futtern. Es gibt so viele leckere Sachen auf dieser Welt. Das war jetzt der dritte Blaue. Es kommt gleich bestimmt noch ein vierter. Boah, auf D-Max läuft ab und zu, wie heißt der jetzt? Der Allesesser läuft da, aber bevor der Allesesser kommt, kommt irgend so ein anderer Heini. Ja, ich weiß, wen du meinst. Fährt rund durch Amerika und probiert Bacon-Sachen und so. Oh, den feiere ich immer. Ist das so ein Dicker? Ja, so ein Dicker mit Jumbo. Hm? Jumbo? Nee. Das ist so ein Amerikaner. Achso, dann habe ich keine Ahnung, wer das ist. Der, also ich weiß nicht mehr, wie die Serie heißt. Auf jeden Fall fährt er verschiedene amerikanische traditionelle Restaurants ab. Aha. Und probiert da immer so Bacon-Sachen, aber richtig epische Dinge. Das erinnert mich immer an Epic Mealtime, das ja. More Bacon Strips, more Bacon Strips. Alter, was hab ich auch mal für einen Vorsprung? Der kommt immer der Allesesser, der reist so um die ganze Welt und probiert so exotische Sachen. Mhm. Da hat er manchmal so Dinge, da denke ich mir, oh du Penner, ich will das jetzt auch essen. Ey, da ärgere ich mich immer voll. Yes, Alter! Alter, jetzt hatte ich aber einen Vorsprung, trotz drei Blaupanzer.
Aber es war schon übel, so viele Blaupanzer. Ja. Welch Euphorie in mir aufkeimt. Aber merkst schon, mit Knochentrocken in dem Panzer bin ich schon ziemlich gut. Ja, das merkt man. Mit Knochentrocken konnte man auch immer snaken, das fand ich besonders cool, ey. Snaken? Ja. Das war so eine besondere Fahrweise, die man nur mit Knochentrocken machen konnte. Da war man super, super schnell einfach nur. Das war noch besser als Driften. Musst du mal nachher auf YouTube eingeben. Mario Kart DS, Knochentrocken, Snaken. Alter, so eine Fahrweise ist echt übel. Meinst du, wo man die ganze Zeit immer nur hin und her driftet? Ja, ja, genau. Ja, das wie konnte so, ich auch mal eine Schlange halt, ne? So, deswegen heißt es ja Snaken. Ich konnte das mal. Mein DS-Building, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ich mach mal kurz auf Pause. Ah, es geht auf Pause! Das heißt, ich kann auch mal eine Schoki schnabulieren. Richtig! Scheiße! Immer mitten in der Aufnahme, ich hasse es. Boah, wenn der blinkt, dann kriege ich immer so einen Horror, obwohl er aber noch voll lange eigentlich hält, so, ne? Ja, aber ich will es nicht bis zum Ende des Parts riskieren, den wir jetzt gekonnt in die Länge ziehen. Ja. Da muss ich doch jetzt tatsächlich... Ah ne, warte, da ist noch ein freier Port. So schließe es an den Strom. Frankensteins Monster! warte mal. Ah, das sieht doch schon besser aus. Oh, Telefon. So. I am ready. Du bist ready? Ja. Ready for takeoff? Ja. Cool. Ich noch nicht. Ich muss erst die Kabel wegen verstehen. Ready for takeoff? Ja. Die Tage musste ich mich an den Film Con Air erinnern. Oh, der ist geil. Oh ja. Ich liebe den Film. Wer nicht gesehen hat, gucken. Con Air ist ein Es geht muss. Weiter. Hallo. Ja, Con Air ist schon ein geiler Film. Ah, Yoshi! Nein! Alter, was war los? Ich wollte eigentlich über die Sprungschanze. Ah, okay. Bist du ja nur mit ganz... Ja, ich bin unter die Sprungschanze. Ja. Leck mich! Ich fahre unter Leck meine Eier! Leck meine Eier! Ich liebe diese Serie. Ugly Americans. Ugly Americans ist so herrlich schräg, ey. Ich finde die voll bescheuert, aber das fand ich lustig mit Leck meine Eier. Ihr könnt auch meine Eier lecken. Die erste Mal in Staffeln habe ich ja komplett geguckt und die so abgefeiert. Ey. Okay. Mann, ey, ich hasse es! Jetzt braucht die scheiß Bombe ewig, bis sie Pumpen macht. Wuhuu! Scheiß Affe. Natürlich! Alter, rutsch mit dem Buckel runter. Oder schon lange her ist, dass ich die Staffeln geguckt habe. Das habe ich nämlich damals mit Dennis geguckt. An dieser Stelle schöne Grüße. Ah. Wenn ich sage damals, dann meine ich damals. Als er noch sein Zimmer verlassen hat. Genau. Was will ich mit dem Geist? Als wir unsere Zimmer verlassen haben und immer bei Dennis im Zimmer abgehangen haben. Ja. Aber wirklich immer. Alter, schon wisst nur oft. Alter, ich bin ja Zweiter geworden, ich habe gar nicht aufgepasst. Walfisch Miss. Dein Paste. Jetzt aber hier. Oh ja. Yeah. Oh, und zwischen den Items. Hilfe! Wo ist mein nicht vorhandener Skill nur hin? Oh, Peach halt's Maul. Yeah. Schnell weg hier. Oh, immer nervig mit ihren Geräuschen, die Alte. Aber die drängen sich dann auch immer direkt zu dir hin, damit du die auch hörst. So. Ja. Die wollen einfach in den Mittelpunkt stehen in deinem letzten Game. Ja, ADS. Beachte mich. Deswegen lässt sie sich auch immer empfehlen. Ich schreibe Bowser bestimmt immer einen Brief. Empfehle mich, dann kriegst du auch eine Torte. Ja, Luigi ist immer eine Bombe. Juhu! Alter, diese Blumen, ne? Die sind cool, das. Mann. Aber wie laut! Ich verstehe meine eigenen Gehirnwindungen nicht mehr. Mann! Das ist doch nicht fair, ey! Alter, irgendein Schwein ist mir hinten in die Banane, ach, in die Banane, in die Bombe gefallen. Mist. Yoshi! Nein! Ah.
was geht. Wenn einmal die Concentration futsch ist, ne? Dann ist sie wirklich futsch. Konzentriere dich, mein Padawan, konzentriere dich. Alles klar. Du wirst klar. Dieses Rennen schaukeln. Ja, wie meine Eier. Du bist der Auserwählte. Los, Neo, gewinne dieses Rennen. Was? Ja. Ein Fehler in der Matrix, Luigi ist bei mir. Nein! Du musst ihn ausschalten. Töte ihn, Morpheus, töte ihn! Upsa, der sollte eigentlich da hinten. Immer wenn mir so Filme einfallen, habe ich immer spontan Bock, die zu filmen. Aber bei Matrix will ich nur den ersten Teil gucken, weil die anderen beiden sind scheiße. Ach. Nur der erste ist gut. Nur weil er der Auserwählte ist und der Auserwählte ist nämlich der Auserwählte, musst du wissen. Ja. Das Ende von Matrix ist sowieso das Schlimmste. Ja, vor dem Panzer! Nein, 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 Luigi, stirb! Hurensohn! 3x26! Okay, ich bin Zweiter. Dann krasser Sheet, so krasser Sheet! Mann, war das ein wilder Ried! Und weg damit. Und jetzt geht's los, der letzte Grand Prix! Ah, da kann ich ja jetzt endlich Yoshi nehmen! Mit seinem Yoshi-Standard! Was heißt eigentlich die Anzeige Items? Wie leicht du an gute Items kommst. Was? Ja. Ist ja voll unfair, Alter. Aber geil. Dann wollen wir mal, ne? Den Special Cup als Grande Finale für dieses Mini-LPT. Oh yeah, ich freue mich. Da haben wir echt an einem Abend ein ganzes LPT durchgeboxt. Ja. Voll geil. Nach 3 Stunden 15 Minuten ungefähr. Ey, das ist nicht schlecht. So, jetzt ist hier meine ultimative Fahrer-Kombo dran. Die erstmal in die Wand fährt, bekommt. Welches Kart hast du? Ich hab gleich den Knochenpanzer mit Bowser. Ja, okay. Schwer und wendig. Geil. Ist nur doof, wenn man dann scheiße fährt. Nicht geil. Leider geil. Nein! Leider geil. Boah, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich auch nicht. Leider geil. Alter, was hast du mir angetan? Das ist ja lustig. Alter, Massi. Was? Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Das war nicht leider geil. Auf, scheiß Ruckel. Das muss doch voll am Arsch wehtun, wenn die über diese Sandruckel fahren. Ja. Irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen leckig vor, ne? Ja, aber sehr, ne? Alter. Aber es kam mir auch schon vorher auf dieser Strecke so vor, ey. Was ich weiß nicht, warum? Ob das daran liegt, dass hier so viel passiert eigentlich. Könnte sein, weil es ist ja immer nur bei Multi, wenn es so extrem. Komisch, komisch, komisch. Meno, meno, meno. So, dadurch. Verdammt. Bei mir ist gerade hier voll nichts los, ey. Wir sind ganz Gegner. Was soll das? Also ich habe hier genug mit Toad zu tun. Ja, ja, ich bin ja hinter Toad direkt. Achso. Ich warte ihn noch mit meinen 3 grünen Panzern zu rammen. Weil die kleine Stinkmorche ist natürlich auch schnell. Ja. Juhu. Toad, jetzt komm noch mal her und lass dich treffen. Mein guter Skill von damals ist futsch. Das ist schade, man war früher immer so geil in solchen Spielen. Dann hast du es ewig nicht gespielt und bist du voll schlecht. Oh ja. Und das ist ja dann auch wirklich ewig. Da liegen immer so viele Jahre. Ja. Siehe Mario Kart 64 zum Beispiel. Ah, siehe Super Mario Kart. Ist ja noch schlimmer. Mann, top, du alte. Oh Mann, alter Mario, was soll das? Das ist nicht fair. Ich war auf Todjagd und Mario hält mich davon ab. Und überholt ihn noch kurz am Ziel, Hundebock. Unmöglich, sowas, unmöglich. Ja, ey. Kein Anstand, der Junge, kein Anstand. Ja, gib ihm mal ein paar Klatschen. Mach ich. Er steht ja jetzt hier direkt neben mir. Oh, okay, Schatz. Ach ja, ist der Schmied. Ich bin in den Brunnen gefallen.
Das ist ja scheiße. Warum machst du das? Oh, goldener Pilz. Pilzbar, Pilzbar. Yoshis Pilz. Dieses Atomzeichen hier, ne? Ja, ne? Die Modis jubeln mir zu. Denn ich bin Bowser. Aber dieses Atomzeichen, sag ich mal, in Peach Garden erinnert mich an Pokémon X und Y, an hier Chromlexia, wo diese geheime Waffe steht. Weil ja auch so drei Steine so aufgestellt sind wie hier diese drei Büsche. Ja. Wer weiß, vielleicht hat Peach auch eine Geheimwaffe im Garten, mit der, der sie die Welt zerstören will. Und Bowser will sie nur davon abhalten, aber Mario holt sie immer wieder. Das ist ein interessanter Gedanke, weil Mario weiß es einfach nicht. Ja. Immerhin ist Mario ja nur ein Klempner. Ja, ich meine, die sind nicht gerade schlau. Genau. Jetzt, hast du nur so Klempner als Abonnenten, so, du bist ja scheiße. Der Abo. Ja, ja. Ja, mach doch! Okay. Jetzt fahr ich die große Extra-Runde, Alter! Oh, wie kann er mich so treffen? Wie... Ah, geil, ich hab ihn getroffen. Jetzt hab ich bei dem... Ach, egal. Okay. Ah, hier in der Ecke! Ab durch die Ecke! Ja. Scheißfilm. Miau, 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 miau! Nein! Nein! Alter, hab ich den Vorsprung! Oh. Guck mal auf die Karte, ich hab voll den Vorsprung! Ja, ich sehe schon, aber extremo. Geil! Trotz meiner Ehrenrunde und meinem, ich krieg aufs Maul und vor allem meine eigenen Items. Hey, warum nicht? Warum habt ihr denn ausgesehen? Naja, egal. So, Ziele! Jetzt bin ich Zweiter mit zwei anderen, das ist ja nicht wahr. Unglaublich. Konkurrenz! Mitbewerber. Ah, ja, genau. Schon die vorletzte, ne? Ja. Alter, wie schnell das hier geht. Boah, Affe, du bist für Ärger, was? Da merkt man schon, dass das halt ein Spiel für eine Handkonsole ist, weil der Content halt sehr kurz ist, oder? Meine Güte! Trotzdem ganz schnell. Nein! Ja, dein Nein hat sich gerade ein bisschen angehört wie Janine. Jawohl, Wario ist abgestürzt. Was, Wario ist abgestürzt? Damals war Wario noch gut, er hatte sein eigenes Spiel, aber ja, jetzt ist er abgestürzt. Der Arme. Waluigi übernimmt seinen Ruf. Ich bin Erster, das erklärt den blauen Panzer. Ja, der kommt immer dann, wenn du Erster bist, das ist so gescriptet. Ja, es ist voll gemein. Player 1 ist Erster. Ja, der erste Player. Blaupanzer. Nein! Ja. Dabei habe ich doch die Strecken-Items so manipuliert, dass ich immer nur gute Items kriege, weil es ist ja mein Haus hier. Also okay, da hast du dir schon hingelegt, ne? Ja, ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Mann, ich vergesse jedes Mal die scheiß Abkürzung zu nehmen. Jedes Mal. Also ich nicht. Alter, war das knapp. Musst du auf meinem Channel gucken. Ah, das ist so geil. Ja, das ist mir was von mir reingefahren. Wie gut, dass ich einen Panzer habe, um zwei abzuwehren. Arschloch. Danke. Vielleicht vergesse ich das. Warum trifft er seitlich? Das ist doch scheiße! Das hatte ich vorhin auch. Ich hatte. Der kam von hinten. Kurz vorher ist er einfach zur Seite gedreht und hat mich getroffen. Das war so behindert. Ja, das merke ich schon. So, Abkürzung. Sehr schön. Das habe ich dran gedacht. Mann! Ja, das ist schon eine geile Bowser-Strecke, muss ich sagen. Mhm. Macht auch sehr viel Spaß, hier zu fahren. Ja. Besonders aber diese Quetschwalze am Ende. Ja, das ist echt geil. Ich brauche kein Item. Ich hab den Sieg schon im Sack. Panzer meine ich.
Alter, haben wir einen Vorsprung. Ja, episch, ne? Und ein blauer kommt. Von der Fotze. Also. Yay, du hast es geschafft! Mist, ich wollte da runterfallen. Sehr gut. Dann kommt der jetzt schon Regenbogen. Ja, die letzte Strecke. Das heißt, einmal strecken und ab geht's. Yeah. Vollspeed! Vollgas! Scheiße, der Panzer hier Vollgas! Alter, ey, was ist hier für ein Gerangel? Hammer, ne? Verpiss dich, Donkey Kong! Du bist hier, ihr Ups, Alter. Du hast den Pilz auf den Turbo eingesetzt. Ich hab überall Bananen im Looping gelassen, aber ich glaube, niemand ist reingefahren. Ja, ist auch ein. Ja, die Schraube! Die ist so geil. Schrauben-Action. Aber die Ringbogen-Boulevard hier, der sieht schon episch aus für die DS-Verhältnisse. Also oh ja. Der ist super Design. Und die lässt sich auch super fahren. Oh, scheiße. Das ist doch kacke, ey. Was denn? Was ist denn passiert? Ich bin runtergefallen. Ach, wie ist das denn gekommen? In den tiefen Weiten des Alls, keine Ahnung. Unkonzentrierter oder so. Weiß ich nicht. Müdigkeit vielleicht. Du musst dich doch konzentrieren. Okay. Konzentration. Ja, ich hab Wario getroffen. Haha, im Looping. Haha. Da ist er, glaube ich, noch in meine Banane gefahren. Meine Fresse. Ja, das kommt hier der Panzer nicht über den Boden, ey. Ah, wie ich es hasse. So, ich habe eine Itembox gefunden, aber gar keine, okay. Danke, liebes Spiel. Ja, Speed. Ich meine, keine Drogen. Alter, wie sie alle meine grünen Panzer reinfahren, bevor ich die abschießen kann. Ist doch schön. Wenn sie sich selber töten, ist doch immer toll. Selbstmord ist immer eine Lösung. Ah, an derselben Stelle wieder runtergefallen, was soll das? Warum? Diesmal hat mich einer geschubst. Mann. Ach so. Fremdverschulden auch noch. Ja, Mann. Ich wusste ja, dass die Stelle kommt, wollte nach rechts fahren, dann war da so ein Pisser, hat mich natürlich kompakt. Zeig die Sau an. Das war Peach. Peach, wo bist du? Ja, aber wieder ist jemand im Looping in meine Banane gefahren. Und ich bin wieder runtergefallen, weil ich zu viel Turbo drauf hatte. Oh, was ist denn bitte los? Was für ein scheiß Abgang für dieses Let's Play. Also meiner ist grandios. Sehr gut. Zum Glück sieht man meine Sicht nicht. Riesenvorsprung. Ich glaube, vor der Punktzahl, wenn ich mich sogar nicht irre. Ich irre mich ja gerne. Irren ist menschlich. Nein, ich fall runter! No. Komm, 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 komm! Alter. Heiliger. Ja, klar, Donkey, überhol mich. Klar, mit der Eiterbox. Kein Problem, ey. Du kannst die Schlampe noch. Donkey fällt runter. Ist ja dumm. Jetzt nicht letzter. voll Punktzahl, ich bin begeistert. Was? Das war so geil und das hat so Bock gemacht, das mit dir aufzunehmen. Ja, Mann, das waren jetzt so lustige 3 Stunden, 8 Minuten, 9 Minuten. Wir sind schneller durch, als ich dachte. Cool. Dann würde ich auch mal sagen, ne? Bowser hat den Tag gerettet. Wuhu. Beenden wir mal diesen Part und dieses Mini-LPT mit Mario Kart DS. Es war mir eine Riesenfreude. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und nehmt das ganze perverse Gelaber lustig ernst. Genau. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war geil, mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich aufs nächste Mario Kart. Mhm. Mal gucken, was wir als nächstes machen. Ob wir Mario Kart Wii machen oder 7. Ja, 7 Wii machen wir immer geil, so ein paar, ne? Online-Rennen. Ja. Und regulär mit dem Grand Prix werden wir irgendwann noch machen. Genau. In dem Sinne verabschieden wir uns von euch, meine kleinen Makaronis. Bis zum nächsten LPT. Ciao, Leute. Arrivederci und tschüss.